das sein, Leute. Ihr macht's richtig. Ja, mit. Harrison Ford ist auch dabei, guck an. Der Junge. Das ist die ungeschnittene Fassung. Ja, die ungeschnittene Fassung, genau. Da entsteht gerade Kylo Ren. Kann man nicht meckern, nur mit dem Teleportieren am Anfang war ein bisschen blöd. Ne? Ja, und die Ladezeit war unendlich lang. Bei mir. Ja, schneidet man ja auch nicht, dass man das Boot halt, dass man das Schiff da anklicken muss. Auch das noch. Ne? Erstmal wird noch einer mitgenommen und dann. Ja. Ja, hab ich ja geschafft. Star Wars Squadrons, ne, hier hinzufliegen. Ja, genau. Hast du es mal ausprobiert in der Pico? Was denn? Squadrons. Nee, noch nicht. Ja, mach das mal. Du wirst dich wundern. Wie super das läuft in der Pico. Vor allem, ich weiß nicht, weißt du das schon? Du brauchst kein Gamepad oder sonst was mehr. Deinen Controller kannst du als Gamepad benutzen. Im Virtual Desktop kannst du den Virtual Desktop einstellen, ja. Super, funktioniert hervorragend. Weißt du, habe ich das mit, das hab ich noch mit Hotas gesteuert, ne? Ja, aber brauchst du nicht. Du kannst den Controller hier nehmen.
Die Hände. Ist das mit, mit der Rotation der Sticks oder ja, der Rotation der Hände? Nein. Schon die Sticks nehmen, ne? Also. Ja, okay, ja, dann ja, muss ich ausprobieren. Weil mit Sticks ist nicht vergleichbar mit Rotation. Ja, nicht vergleichbar. Die sind ja viel kleiner mit Daumen. Ja. Aber ich meine nur, wenn man das nicht hat, ja, du brauchst, dann musst du ja normalerweise mit dem Gamepad spielen, ne? Und das brauchst du nicht mehr, das geht hier mit. Du kannst den Controller jetzt wirklich als Gamepad nehmen, das habe ich mir immer gewünscht. Ja, Virtual Desktop. Super, astrein. Auch in anderen Spielen, wo mit Gamepad gespielt werden. Super, geht astrein. Hier dieses Autorennen vom Frack, hier das Grip. Heißt das, ja genau, Grip. Man muss ja mit Gamepad spielen normalerweise. Ja, hier mit dem Controller und wird das astrein.